Und man wird in 20 Minuten nicht einmal angegriffen. Man schafft es nicht einmal zum Gegner durchzurushen, wobei das jetzt weniger an uns liegt, sondern eher an den Campern auf jeder Seite der Map. Moin und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Sonne, zu einer weiteren kleinen Folge hier auf diesem Kanal. Wir spielen eine Runde Bed Wars zusammen mit dem Sidex. Hallo. Hallo. Und ich habe schon mal das Bett lokalisiert. Oh, very nice. Und ja, wir spielen auf einer Map, die ich überhaupt nicht leiden kann oder beziehungsweise die ich gar nicht kenne, aber sieht irgendwie ziemlich unbequem aus, sag ich mal so. Und dass wir in dem Modus modern spielen, macht das Ganze nicht besser. Ich habe mal eine Frage. Ja? Wieso kostet ein Steak 8 Punkte und ein gebratenes Schweinefleisch nur 4 Punkte? Wobei das eigentlich in Minecraft nur einen minimalen Unterschied macht, soweit ich weiß. Weil das so für die geheimen Pro-Gamer, die wissen dann halt, dass das ist und so. Ja, verstehst du, ja? Ich bin ein geheimer Pro-Gamer. Ein geheimer Pro-Gamer. Alles klar. Ich bin noch unentdeckt. Ja. Das heißt, solltet ihr jetzt irgendwelche Esselt-Teammitglieder sein, ihr könnt mich jetzt einladen. Dankeschön. Genau, und dann aber richtig krass nur an die Boros unter euch, ja. Der richtige, ja, klar. Boros. Also ab einer Bezahlung von 87.000 Euro pro Spiel mache ich mit. Ist doch cool, oder? Ja, das ist echt. Und du bist doch so günstig. Also wir haben echt übrigens überhaupt keine Eile, in die Mitte zu kommen. Weil es hier nur das Punktesystem gibt. Ja, stimmt. An sich kennen wir hier echt einfach. Ja, du kannst dich vercampen. Ich vercamp mich jetzt und hol mir einen Bogen. Ich mach's einfach mal so wie alle anderen. Ja, also das ist richtig cool, weil das ist halt so. Versteht ihr, Leute? Wenn ihr euch einfach nur vercampt, das trägt richtig gut zum Spielgeschehen bei. Und ja, ihr helft damit quasi anderen Leuten. Ungefähr 37 Stunden ihres Lebens zu verschwenden. Aber kann man ja mal machen. Ja, das kann man sich halt einfach mal gönnen. Ich bin gerade einfach runtergesprungen. Einfach so, weil ich mir so dachte, nö, ich bin jetzt einfach mal anti-Mainstream und hüpp runter. So, und ich versuche jetzt mal den Typen zu killen, auch wenn ich es nicht schaffen werde wahrscheinlich. Ja, ich bin tot. Also nee, ich laufe jetzt in die Mitte und töte ihn mit der Hand. Da hast du es. Das hast du davon, dass du mich getötet hast. Jetzt bist du auch tot. Ich zwar nochmal, aber es ist mir komplett egal. Du hast es verdient. Geil. Rechts von uns ist ein Camper, links von uns ist ein Camper. Und von der anderen Richtung. Geradeaus ist ein Camper. Bei uns ist ein Camper. Also ich muss sagen, ich bin. Nö. Ich renne jetzt einfach durch, komplett ohne Equipment mit einem leeren Inventar. Props an dieses Spielsystem auf jeden Fall. Ich finde es echt richtig cool, dass es endlich auch mehr Rechte für Camper gibt. Ja. Ich meine, die werden ja oft von benachteiligt. Camp hat doch eine schöne Seite. Das ist ja Haupteinnahmequelle von Campingplätzen. Das vergisst man ja immer mal. Natürlich. Und halt, Camper werden immer so in den negativen Aspekt gerückt, sage ich mal. Guck mal, Leute. Dieser Typ da, ja, der hat sich jetzt so gedacht, nee, ich kaufe mir jetzt einfach von dem ganzen Geld, das ich verdient habe, Endstein und baue mich damit hin. Und ich meine, das wäre ohne Campen kaum möglich, ja. Das erinnert mich an meine erste Runde hier. Das hatte ich ja nicht anders gemacht. Ich dachte, oder ich hatte irgendwie die normalen Blöcke nicht gesehen und dachte, als ob sind hier die Blöcke so teuer. Unser Team ist auch nur voll mit Campern. Alter, ich krieg einen Raster. Achso, übrigens nicht wundern, dass ich keinen Skin habe. Das liegt einfach daran, dass ich nicht weiß, woran das liegt. Aber das liegt daran, nicht, weil du hier noch kein Premium-Login auf diesem Server hast. Ich habe noch kein Premium-Login. Daran liegt es wohl. Genau, und deswegen, die noch kein Premium-Login haben, haben einen Steve-Skin. Und werden in Bed Wars sofort als Loser abgestempelt. Und was genau ist der Hintergrund hinter diesem Plugin? Beziehungsweise hinter der Masche? Oh, schade, ich hätte ihn fast gehabt. Ich war schon in deren Base drin und hätte fast den mit dem Bogen gehabt. In dem Eisenschwert. Das ist genauso, genau. Wir können ja jetzt mal unsere schöne Geschichte erzählen. Sidex und ich, wir haben ein paar neue Server gesucht, auf denen wir vielleicht ein bisschen spielen könnten. Und da sind wir auf einen wunderbaren Server gestoßen. Und ja, auf diesem Server, um dort spielen zu können, musste man erstmal ein Bewerbungsgespräch absolvieren. Ja, das ist so aufgebaut gewesen. Irgendeiner der Supporter, gerade auf dem Server waren, haben die ungefähr 20 Minuten lang Fragen gestellt, die du dann antworten musstest. Ich dachte, es ist ein Plugin, so mit den Standardfragen, eine richtige Antwort, fertig. Aber es war tatsächlich irgendein Supporter, weil ich hatte meine Frage gestellt und da kam direkt ja oder nein oder was auch immer, ich weiß nicht mehr, was es war. Und dachte mir, what the fuck, als ob sich da wirklich jemand den gesamten Tag hinsetzt und Fragen beantwortet, beziehungsweise die Lösungen von den Fragen zeigt. Ja, und das Lustige war ja, das waren wirklich Leute, die sich damit beschäftigt haben und die haben dann auch
Also ganz nebenbei, Sidex wurde abgelehnt. Weil ich hab's nicht gefunden, hab's dreimal durchgelesen, die ganzen Regeln. Und dann sag ich so, okay, dann lehne ich dich jetzt halt ab. Und dann stand da im Chat, du wurdest abgelehnt. Ich denk mir einfach nur so, alles klar. Jedes Mal, wenn ich auf den Server join, möchte ich mich erstmal bewerben. Denn ich meine ja auch, das ist ja ein Lebensgeschenk, das die mir geben. Ich meine, ich bin ja von denen abhängig. Von denen bekomme ich ja mein Geld, deswegen muss ich mich ausführlich dafür bewerben. Natürlich, es gibt ja so wenige Minecraft-Server, deswegen ist das extrem wichtig, dass du gerade auf diesem Server Minecraft-Rang hast. Minecraft-Rang. Ja, einfach ganz normaler Spieler. Ja, genau, nicht mal irgendein Rang oder so, sondern einfach nur normaler Spieler. Wäre das irgendein Scheiß? Ja gut, sagen wir YouTuber-Rang. Gut, da ist ein Bewerbungsgespräch, sag ich mal, Standard, aber Ja, es ist... Normaler Spieler, kleiner Fehler. Möchte einfach nur gerne in meiner Freizeit Minecraft spielen und mich nicht auf allen Servern bewerben und Sachen auswendig lernen, nur um spielen zu dürfen. Ich meine... Vor allem halt diese Fragen waren manchmal echt solche Fragen, wo du dir einfach nur so denkst, schön... Aber es gibt ja allgemein richtig viele Server, auf denen es solche Fragen gibt. Ich baue immer Nazi-Zeichen und beleidige alle Spieler im Chat. Oh, Alter, ich kriege meine Tage mit unseren Nachbarn, ey. Das ist natürlich immer sehr schwer zu entscheiden zwischen diesen Möglichkeiten. Ich krieg ein Raster in dieser Runde. Ich krieg so ein Raster. Rechts Bo-Spammer, links Bo-Spammer. Ja. Überall. Überall Bo-Spammer. Aber weißt du noch... Du wurdest ja angenommen, weil ich hatte noch weitergeschaut und hab's dann letztendlich doch gefunden. Und dann stand es so im Chat, dass du halt angenommen wurdest und willkommen. Und dann haben einfach 15 oder 20 Leute direkt so willkommen, 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 TDXHD. Ich blende mal den Screenshot ein. Auf jeden Fall einfach so geil. Oder wie du gesagt hast, du fühlst dich gerade wie in einer Selbsthilfegruppe. Willkommen, TDX. Fühl dich wohl bei uns. Ich dachte Gerber Fact oder so. Das ist ja in unserem Team, von dem her passt das ja. Ja klar, und dieser Typ baut sich hier, stellt sich mit seinem scheiß Eisenschwert in eine Höhle, die er sich gebaut hat, sodass man ihn auch ja nicht runterschubsen kann. Wow. Ich denke mir gerade so. Der hat echt einen Preis verdient. Kannst du noch lower spielen? Geht das noch? Ohne ja. Scheiß. Tiefer sinken geht nicht mehr, nein. Also übrigens, Gerwolf ist auch mit in der Runde. Na, wer kennt noch die Folge, die mit Gerwolf war? Weiß das jemand? Auflösung in 5 Sekunden. Es war in einer Folge von Hexit. Er war unser einzigster und erster Gast, den wir super eingesetzt haben. Ich krieg so Aggression. Dieser Typ kämpft nur mit dem Bow. Nur, wirklich. Null Skin, nur mit dem Bow. Nur Skill, meine ich. Ey, es ist so widerlich. Es ist so widerlich, Leute. Guckt euch das an. Ich sag nichts gegen Leute ohne Skin. Skin. So einen habe ich von denen erstmal. Vor allem der Typ, der, du siehst schon, wie schlecht der alleine. Ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand Anfänger ist als Minecraft-Spieler, ja? Und versucht zu spielen, ja? Alles gut. Aber dann soll der spielen. Und nicht sowas. Ich verstehe auch gar nicht, haben manche Leute da einfach so Spaß dran? Bin mir nicht sicher. Aber ich hätte definitiv keinen Spaß daran, hier einfach nur rumzustehen und 3 Jahre mit dem Bogen zu machen. Gott, unser Mate hier, der muss schon ungefähr 10.000 Coins haben, solange wie der jetzt schon bei unserem Eisen rumsteht. Nein, er war so ein Block von mir entfernt, dann hätte ich ihn runtergeschlagen. Aber ich hätte ihn später nicht mehr gekriegt, weil er auf der Eiseninsel wahrscheinlich irgendwas saven wollte und so. Lol, unser Mate hier hat einen Bogen gechoppt und mir einen Pfeil. Oh, nice. Ich habe gerade einen Bogen und einen Pfeil geschenkt bekommen. So, und jetzt denkt man nach, wovon das gekauft wurde. Und zwar von dem Scheiß, den der sich erkämmt hat. Ich kann es mir nicht erklären, woher das kommt. Nee, bestimmt, weil er so viel gewascht ist und immer in der Mitte war. Ja, das glaube ich auch. Schön, dass wir gleicher Meinung sind. Und du, kaum baue ich mich eine halbe Minute oder 5 Sekunden in irgendeine Richtung, schon werde ich von der Seite wieder angepimmelt. Willkommen im Selbsthilfeclub. So, Blöcke sind alle. Ich bin runtergefallen. Und in diesem Moment, ich wiederhole das jetzt nochmal kurz, guck mal, da sind einfach über mir so 20 Pfeile lang geflogen oder so. Über die gesamte Map. Einfach kreuz und quer fliegende Pfeile durch die Gegend. Warte, ich schieße auch noch auf dich. Ich will auch noch auf dich schießen, ne? Hör mal auf, das nervt. Ist noch krass. Das nervt beim Fastbridgen echt. Ja. So, ich habe keine Blöcke mehr.
Aber ich glaube, das mit der Selbsthilfegruppe wird hier noch so ein Standardspruch auf dem Kanal. Ja, also ohne Scheiß. Also, das ist ein Erlebnis, das wir nie vergessen werden. Ja. Es war noch nicht ein Mensch bei uns in der Base. Nee. Du, ich frag mich auch, wie die sich vorstellen, zu gewinnen. Weil, wenn ich nur in meiner. Hier hat einer einfach ein Eisenschwert hingeworfen, alles klar. Ich bin da mal raus. Treffen wir uns in der Mitte? Ich bin gerade bei einem Team. Ich baue gerade ein Beta. Eins! Welche Farbe? Ich bin tot, grün. Grün. Weil ich ihm nochmal 3 Hits mitgegeben habe. Oder 4? Wow. Hier war gerade jemand, der hat es versucht, mich anzugreifen. Mit seiner Hand. Lol? Ist so richtig schwer, nach 20 Minuten todlangweiligen Game irgendwie noch ein Commentary aufrechtzuerhalten. Und man wird in 20 Minuten nicht einmal angegriffen. Man schafft es nicht einmal, zum Gegner durchzurushen, wobei das jetzt weniger an uns liegt, sondern eher an den Campern auf jeder Seite der Map. Ich fange jetzt echt an zu beleidigen. Campen. Ist mir scheißegal. Ich fange an zu beleidigen. Jetzt werden wir schon in unsere eigene Base reinbeschossen. Wie tief kann man noch fallen? Er bow-spammt unsere Base. Und die bleiben nur in der Mitte. Guck es dir an. Es ist so erbärmlich. Nein. Einfach nur so, boah, Würgereiz. Ohne Scheiß. Vor allem die Gegner sind so schlecht. Die haben es vorhin noch nicht mal bemerkt, dass ich bei denen in der Base war. Aber die stehen einfach nur zu zweit in der Mitte. Und okay, warte. Ja, Team Grün ist tot. Ja, ich bin gerade bei denen. Geil. Da drunter gefallen. Ja, klar. Jetzt war der Gelbe da. Wo? Bei Gelb. Seite? Bei Gelb. Wir sind auch nur noch zu zweit, fällt mir da auf. Wow! Wow! GG. Es ist einfach so erbärmlich. Die sind bei uns in der Base. Spiel. Die sind bei uns in der Base. Gut, ich bin bei Team. Ja. Ich wette, Alter, ich drück dem so hart die Kombo mit meiner Scheißfaust, ja. Ich glaube 500. Als ob ich ihn jetzt mit der Faust töten würde, ich würde so lachen. Ich bin tot. Ich hab ihn mit der Faust getötet. Du hast ihn mit der Faust getötet. Das hast du. Gehen wir zu Team Grün oder was sollen wir machen? Vielleicht erstmal den vor unserer Base wegmachen. Ja. Er ist Faustband und. Ich glaub's nicht. Hä? Hat er Spaß daran, um in unserer Base wegzukämpfen? Es ist einfach so. Nee, ich kann es nicht in Worte fassen. Wir haben einen Bogen, mit dem sie 8 Herzensschaden abziehen. Ja, wir haben halt keine Rüstung. Weißt du? Und ich hab's einfach geschafft, den Weg. Scheiße, die sind in unserer Base. Also müssen wir bis nach hinten. Die sind ja, gerade zu dritt in unserer Base. Machen. Ja, ich werde ja, hier perma. Ich werde hier einfach gespawntrapped. Ey, ich bin instant tot, sobald ich. Ja, ich kann dir halt überhaupt nicht helfen. Ich muss jetzt darauf gehen, dass ich irgendwie hier bei Team Rot Items krieg. Ah, ich war fast durch. Ausrüsten kann. Ja, klar, es ist so low, was die machen. Es ist so low. So fucking low. Ich bin instant tot. Wahrscheinlich steht einer noch. Nein, nicht alle. Alle in uns zur Base. Ja, alle drei. Alle. Es gibt ja, aber 4. Überlebe bitte so lange wie möglich. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich kann es nicht in Worte fassen, was die Runde war. Es war so erbärmlich, dass wir die nehmen müssen. Es ist unsere Pflicht als YouTuber, dieses Unrecht ja. Auf der Welt kundzugeben. Und deswegen machen wir jetzt einfach die Abmoderation und wünschen euch viel Spaß, dabei ihr irgendwie jetzt eine halbe Stunde eures Lebens verschwendet habt. Nein, wir werden es natürlich cutten. Ja, aber ohne Scheiß, diese Rohmaterial, ja, ich werde das jetzt runtergecuttet. Wir sind jetzt bei circa 27 Minuten. 27 Minuten für eine 4x4-Runde. Die Typen haben nur gebow-spammt, haben nur gecampt. Ich möchte echt mal daran appellieren, dass dieses Spielsystem mit modern, also wo man Coins kriegt, einfach nur zum Campen da ist. Du brauchst nicht mehr Skill. Du campst dir einen Bogen zusammen, gehst dann in die Mitte, bow-spammst von da alles, dann bow-spammst du die einzelnen Teams und die haben nicht ein Team darum gemacht. Aber ja, ich würde sagen, Leute, das war's von dieser Folge. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
Thank you.